Das Vorgehen der Polizei gegen Hongkonger Demonstranten berge ein erhebliches Risiko von Todesfällen, warnt das Menschenrechtsbüro der UNO. Unterdessen haben die Proteste erneut den Flughafen der Metropole lahmgelegt. In den vergangenen Tagen ist die Gewalt zwischen den Demonstranten und der Polizei in Hongkong mehrfach eskaliert. Nun hat sich auch das UNO-Menschenrechtsbüro dazu geäußert. Demnach haben die Sicherheitskräfte das Leben von Protestteilnehmern gefährdet. Es gebe glaubwürdige Beweise, dass Polizisten zum Beispiel mehrfach Tränengaskanister direkt auf Demonstranten abgefeuert hätten, teilte das Büro mit. Das berge erhebliches Risiko von Todesfällen und ernsthaften Verletzungen. Die Maßnahmen der Sicherheitskräfte hätten gegen internationale Normen Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, rief die Behörden auf, die Zwischenfälle zu untersuchen und sicherzustellen, dass die Sicherheitskräfte keine internationalen Normen verletzten. Bachelet warb für mehr Dialog mit den Demonstrierenden. Protestteilnehmer, die ihre Ansichten bei friedlichen Protesten kundtäten, müssten respektiert und aus Solidarität mit einer Frau, die bei den Protesten an einem Auge verletzt worden war, tragen viele Demonstranten inzwischen eine Augenklappe. Das Bild der blutenden Frau wird vor allem in den sozialen Netzwerken verbreitet und steht für viele stellvertretend für die Polizeigewalt in Hongkong.